Weiter geht es in Orcs Must Die. Wir erhalten den Bogenschützenwächter. Die Angriffe der Orks sind organisierter als sonst. Mir recht. Ich mag's, wenn die Gegner sich zur Massenschlachtung versammeln. Okay, wir haben hier eine organisierte Massenschlachtung. Und eine neue Karte. Diesmal haben wir zwei Eingänge, aus denen die Orks kommen. Einmal von diesem. Und einmal von diesem. Okay, das heißt, hier werden alle zusammenkommen. Und wir haben Bogenschützen bekommen. Die packen wir auf jeden Fall direkt ein. Nehmen wir die Bogenschützen, nehmen wir die Pfeilwände. Und was war noch ganz cool? Der Bodensänger war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Packen wir den doch einfach nochmal ein. Aber erstmal geht's los mit Bogenschützen. Und ich habe gesehen, hier geht's irgendwo hoch. Und da können wir dann doch oben unsere Bogenschützen platzieren. Damit die auf die Gegner schießen. Nur die Frage, ob jetzt feindliche Armbrustschützen gegebenenfalls eine Gefahr darstellen könnten. Wie das denn aussieht, wenn wir die hier einfach hinpflanzen. Ganz kurz vor knapp. Da kommen sie. Oh, wir haben hier dieses Säureding. Das sind Bomben, die Mana kosten. Die wir dann irgendwie mit der rechten Maustaste zum Explodieren bringen können. Ach, cool. Die sind schon sehr nah dran. Die bösen Kobolde. Splash. Oh, macht gut Schaden. Kommt ruhig her, meine Freunde. Nehmt das. Das Gift scheint irgendwie sofort Schaden zu machen und nicht über Zeit. Also sehr aggressiv. Bereit zu dienen. Die Schilde des Ordens. Ja. Der hat nicht so viele Ansagen, macht aber nichts. Dafür ist er umso zäher. Ein paar Bümpchen. So, gehen wir aus dem Sichtfeld raus. Das ist ganz schön stark. Das war ein kleiner Fehler, macht aber nichts. Denn wir sind ja noch nicht mal annähernd an der hintersten Verteidigungslinie angekommen. Hier mal so eine Pfeilwand. Sieht doch immer ganz nett aus, wenn die Pfeile da rausschießen. Nächste Welle in 11. Wunderbar. Ja, noch mehr Bogenschützen. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall mal unter die Lupe nehmen. Die sind nämlich neu. So, mal schauen, was uns jetzt erwartet. Wieder kleine Kobolde. Die sterben mit einem Schuss. Das ist doch ganz nett. So, die haben das gerade irgendwie selbst in die Luft gejagt, scheint mir. Das war's schon. Oh, das gab verdammt viel. Bereit zu dienen. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Okay. Eine kleine Bogenschützenarmee und los geht's. Kommt doch her. Die Armbrustschützen sind mir bisher auf jeden Fall die unliebsten Gegner. Kobolde sind ganz cool, die sterben schnell. Aber hier die Säurebombe ist einfach der Knaller, muss man sagen. Total stark. Fast schon unfair. Ruhe in Fetzen. Rest in Pieces auf Englisch. Ein bisschen atmosphärischer wahrscheinlich in der Originalsprache. Okay, nächste Welle in 9, 8, 7. Brauchen wir noch mehr Bogenschützen. Können wir mal probieren, was passiert, wenn wir wenig machen
und die Gegner uns hier fast schon erreichen. Sicherheitshalber noch eine Säurebombe. Kommt dran, feigen Hunde. Treffen auf jeden Fall ganz gut unsere Bogenschützen. Wäre vielleicht klug, dann einfach hier noch eine Teerfalle hinzumachen und eventuell können wir das dann auch im Idle-Mode schaffen, das Level. Allerdings sind wir natürlich jetzt bei der vorletzten Welle. Es wird immer stärker und die Bogenschützen scheinen auch Schaden zu nehmen dann. Durch die Feuerpfeile. Voll in die Fresse! Unser Protagonist ist auf jeden Fall sehr motiviert beim Töten dabei. Spaß am Töten in Orcs Must Die. Ich glaube, ohne Spaß am Töten wird der namenlose Held das hier aber auch nicht überleben. Und weiter geht es. Klebrige Teerfalle. Keine Chance. Nehmt das. Können wir hier für ein schnelles Ende sorgen? Mehr Bogenschützen. Mein Bogen ist euer. Vielen Dank für deinen Bogen. Ah, sie kommen doch verdammt nah. Das war unglaublich. Unglaublich cooles Level. Sehr geile neue Bogenschützen. Die checke ich auf jeden Fall nochmal aus. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich find's super. 5 Schädel, so wollen wir das doch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Orcs Must Die. Euer Fragnard.